Moin! Wir sind zur zweiten Rig-Tour bereit, denn die habt ihr schon gesehen von da drüben. Und jetzt kommen wir zu dem guten Stück hier. Und jetzt wird der eine oder andere sich wahrscheinlich fragen, Mensch, Dizzy, warum hast du Trottel eigentlich ein zweites Rig im Büro? Ist eine berechtigte Frage. Die Antwort darauf ist relativ simpel. Das hier ist zum Reviewen gedacht, damit ich an dem Rig, was ich 2 Jahre lang mit sehr viel Schweiß, Liebe und Erbrechen zusammengebaut habe, eingestellt habe, nicht jedes Mal ändern muss. Als Beispiel, verschiedene Wheelbases müssen unterschiedlich hoch angebracht werden, aufgrund der Tatsache, dass das Lenkrad für mich immer auf Schulterhöhe sein sollte. Ich hatte zum Beispiel die Asitec Wheelbase dran und damit konnte ich das leider nicht so hoch machen, weil die Halterung bräuchte theoretisch noch 2 höhere Aluprofile, die da nicht dran sind, und das wäre ein riesiges Debakel geworden, das umzubauen. Des Weiteren habe ich halt hier jetzt die Möglichkeit, auch Leute einzuladen, die bei mir zu Gast fahren und nicht die ganze Zeit in meinem Rig fahren müssen und eine 80-Kilo-Bremse treten müssen, oder etwas kleinere Menschen, die da drinnen fahren, nicht immer so fahren müssen. Und so habe ich die Möglichkeit, 2 Fliegen mit einer Klappe zu schlagen mit diesem Rig. Ich habe glücklicherweise Hilfe bekommen an der Stelle. Schöne Grüße geben an Henry vom Gehäusekönig, der mir nämlich einen Rig zur Verfügung gestellt hat und auch einen Monitorstand plus den Sitz dazu. Und das würde ich euch jetzt hier gerne alles mal zeigen. Also, lasst uns mal rübergehen. Was haben wir denn jetzt hier alles? Wir haben das Kernstück, das Rig von Next Level Racing, das GT Elite. Das hier ist ein unglaublich schönes Rig. Warum ist das ein schönes Rig? Super simpel. Es baut sich unglaublich schön zusammen. Es hat eine so tolle Bedienungsanleitung, über die ich mich sehr freue, wo ihr jetzt wahrscheinlich denkt, hä, bist du blöd? Warum freust du dich über eine Bedienungsanleitung? Weil das Ding hier ist wirklich in einer Stunde zusammengebaut. Du hast da keinerlei Probleme. Die Nudensteine, die flutschen da richtig schön durch. Und die ganzen Teile, die du ranbauen musst, sind irgendwie nicht so kompliziert ineinander geschachtelt, sondern du hast halt wirklich, wenn du nach der Bedienungsanleitung gehst, einen wunderschönen Bauplan mit den ganzen Schrauben, die Nudensteine sind schon drin. Man muss nicht x-mal alles auseinanderbauen. Die schiebst du da alle rein, schraubst das zusammen, das ist wunderbar. Jetzt kommt noch ein kleines bis mittelschweres Aber, was ich persönlich nicht so geil finde, und das möchte ich an der Stelle mal kritisieren. Die Nuden sind irgendwie anders als bei dem da. Das heißt, normale Nudensteine, die wir verwenden, passen hier nicht rein. Und das ist ein ziemlich großer Pain in the ass, weil ich persönlich habe hunderte von den normalen Nudensteinen. Die Nudensteine bei Next Level Racing sind ein bisschen größer. Man kriegt tonnenweise Nudensteine mit dazu. Aber das möchte ich trotzdem anmerken, falls du da draußen Nudensteine rumliegen hast und dir vielleicht ein Next Level Racing Rig kaufst, dann wirst du damit ein paar Probleme haben, weil die Nudensteine sind anders. Die wird man sich wahrscheinlich auch nachordern können, weil das hier ein anderer Typ ist. Aber ich möchte trotzdem darauf aufmerksam machen. An dem Rig haben wir dann den Next Level Racing Schalensitz. Das ist Hartschale, das ist Hartplastik. Unglaublich schöner Sitz. Ich bin aktuell auch immer überlegen, ob ich den Sitz mit dem Sitz wechsle, weil ich den so bequem finde. Hier ist hinten an der Kopfstütze und auch am Rücken, beziehungsweise unteren Rücken, ja, sowas wie Alcantara. Und das ist wirklich sehr schön. Es ist sehr hart, aber auch irgendwie trotzdem noch sehr weich und ist ein ganz tolles Gefühl. Und meine Katzen, wie man sieht, lieben diesen Sitz auch schon. Also an der Stelle ein ganz großes Lob. Das ist ein ganz, ganz toller Sitz. Den feiere ich richtig weg. Was haben wir hier noch dran? Wir haben die Sitzschienen unten dran und dann hier auch noch mal so ein anderes Konzept, was ich auch sehr interessant finde und auch mal loben möchte an der Stelle. Also hier sind solche Schnellspanner dran für die Nudensteine. Die kannst du halt jederzeit lose und fest machen. Und die flutschen wirklich sehr gut durch die Nude. Ich habe das letztens gerade ausprobiert und den Sitz verstellen müssen. Und es funktionierte echt gut. Also ohne große Probleme konnte ich nach vorne und nach hinten rücken. Also an der Stelle auch Next Level Racing ein Lob. Sehr schön. Jetzt kommen wir aber mal ganz kurz zu der Etappe hier. Hier möchte ich auch kurz mal kritisieren, dass die Hakenauflage einfach ein bisschen zu klein ist. Also ihr hättet hier vielleicht mal noch so ein Stück mit ran machen können. Es ist zwar schön, dass wir die Pedale wunderschön verschieben können und sogar hier an der Stelle auch noch ein Maßband dran haben, was ich unglaublich geil finde und super durchdacht ist und man super schnell die Pedale anheben kann und runter machen kann, weil die nämlich hier vorne
in der Auflage hängen die drinnen mit einer Schraube und da hinten kannst du die auch noch anknicken und das geht richtig fix. Das finde ich richtig geil, aber die Hackenablage ist eindeutig zu klein. Also falls davon nochmal eine neue Version kommt, wäre das cool, wenn das hier ein bisschen größer wäre. Weil man muss sich jetzt extra eine kaufen und warum extra kaufen, wenn man das da auch drin haben kann. Nicht? Also wäre schön, wenn wir das in Zukunft hinkriegen könnten. An der Stelle, hier haben wir die VHS-Pedale dran aktuell am Testrig. Die fahren wir hier. Wir haben die Azitec Invicta Wheelbase mit dem Ford Wheel und dem Frontmount. Das ignorieren wir mal. Ich war ein kleiner Idiot und habe hinten vergessen, die Kappen aufzumachen. Und im Nachgang wollte ich das nicht alles wieder noch auseinanderbauen. Also ignorieren wir das mal ganz kurz. An der Stelle hier sind auch die Markierungen dran. Und auf der Seite sind die auch dran. Richtig großes Lob. Sehr durchdacht. Finde ich spitzenmäßig. Dann haben wir hier noch den Moser Haarschifter dran aktuell. Den hätte ich ja eigentlich gerne da drüben, aber das erzähle ich euch gleich nochmal. Haarschifter ist einfach ein absolutes Gedicht von Moser. Feiere ich richtig weg, das Ding. Würde ich eigentlich gerne mit Nesca fahren. Würde ist die Betonung, erzähle ich euch gleich. Die Handbremse habe ich noch und jetzt kommen wir zu dem Würde. Ich habe keine Ahnung, wo ich den hier hinbauen soll. Ich würde gerne das hier nach da drüben schieben, dass das so ein bisschen quer ist. Ich weiß es nicht. Falls ihr irgendwie eine Idee haben solltet, wie man dieses ganze Klabaster hier irgendwie anders umbauen kann, dass das da rangeht, wäre ich über Ideen sehr dankbar. Danke an der Stelle. Dann haben wir einen meiner alten Monitore von Yama, die 32 Zoll, 144 Hertz, 1440p haben wir hier dran. Und obendran haben wir den alten Office Monitor, der 32 Zoll BenQ, 4K Bildschirm. Da kommt Discord und der ganze Kram rauf oder OBS, wenn hier jemand streamen möchte. Dann haben wir den alten Monitorstand von GSE hier noch dran. Da habe ich jetzt nicht großartig was gewechselt. Der ist einfach zusammengebaut. Ui, wir müssen mal wieder ein bisschen Staub wischen. Okay, jupp. Die Message habe ich gekriegt. Staub wischen. An der Seite hier ist jetzt erstmal noch meine alte Mega-Konstruktion mit meinem Corsair HS50 und meinem Beyer Dynamics Mikrofon. Weil ich jetzt noch kein großes neues Beyer Dynamics habe, das kommt hier später noch ran und das wird dann ausgewechselt. Aber es funktioniert auch, es integriert ins Mischpult, also funktioniert astrein. Dann habe ich letztens noch ein Paket gekriegt von Elgato. Vielen lieben Dank an der Stelle nochmal. Wir haben hier jetzt noch ein neues Keylight dran gemacht. Das geht hier mit der Halterung einmal quer rüber und dahin, dass das hier an der Seite den Fahrer ein bisschen ausleuchtet. Und das hängt auch am Monitorstand dran. Dann haben wir hier noch so ein 11er USB-Hub dran. Der reicht ja aus, weil hier ist ja eigentlich nicht viel Zeug dran. Also weitaus weniger als da. Und das reicht auch vollkommen zu. Ich habe hier noch eine alte Corsair-Tastatur. Die wird aber in Zukunft auch nochmal gewechselt gegen eine Tastatur, wo ein Mauspad an der Seite drin ist, dass ich nicht immer sowas rumfliegen habe. Und dann kann ich mir das hier unten an die Seite ranmachen. Und dann reicht das völlig zu. Das hier ist mein alter, bitte in Anführungsstrichen, mein alter Racing-PC. Da ist ein 5900X drin, eine 3090 und 32 GB Arbeitsspeicher. Der wurde hier abgelöst von diesem PC. Den habt ihr ja schon gesehen. Und der ist jetzt hier ausschließlich für das Gäste-Rig da, dass die Gäste hier auch fahren können, beziehungsweise eventuell auch streamen können. Wobei Stream kommt, mein alter Streaming-PC kommt noch daneben, dass Leute hier wirklich einen dedizierten Streaming-Platz haben an der Stelle, wo sie mich besuchen können und von hier auch ihren Content machen können. Des Weiteren haben wir hier noch eine Kamera dran. Die ist jetzt erstmal nur provisorisch dran. Das ist meine alte IRL-Kamera, die FDX 1000. Die ist mit einem Kabel sozusagen nach da hinten angeschlossen an den Computer. Also das heißt, es ist auch voll integriert. Der Rechner ist übrigens auch, also der PC ist auch voll integriert in den Stream nach da hinten. Habe auch schon mein erstes Review von hier gemacht und aufgenommen. Sehr, sehr schön. Hier haben wir wieder dasselbe System wie auch am großen Rig. Wir haben uns hier diese Steckdosenleisten genommen. Also Andys Idee war das ja, die vom 19 Zoll, die für Netzwerkschränke sind oder 19 Zoll Schränke sind. Die Brackets umgedreht und das hier rangemacht. Davon haben wir zwei Stück. Da drüben ist auch noch eine. Und hier ist einfach nur ein Kameraarm dran, der hier rüber geht, dass die Kamera angeschlossen ist. Hier haben wir noch einen Stream Deck dran. Damit kannst du den kompletten Stream hier hinten steuern und alles wechseln. Das funktioniert über Remote, also über Netzwerk. Das heißt, dieses Stream Deck ist an den Computer angeschlossen, aber läuft über Netzwerk und kann
das OBS auch steuern. Falls ihr dazu ein Video haben wollt, wie das funktioniert, sagt mir bitte Bescheid. Ist relativ simpel eigentlich, aber total geil, hat kein Delay und du kannst auch immer live sehen, was gerade für eine Szene an ist. Feiere ich richtig weg. An der Stelle schönen Grüße an Andi. Der hat mir das nämlich gesagt, wie das funktioniert. Und an der Stelle sind wir durch mit der Rig-Tour. Es ist in Anführungsstrichen im Verhältnis zu dem anderen Rig nicht viel, für mich aber sehr, sehr viel. Denn ich möchte mich bei euch bedanken dafür, dass ihr die letzten Monate bzw. Jahre euch das hier reingezogen habt. Nicht nur bei YouTube, sondern auch im Stream. Und scheinbar irgendwie ich es geschafft habe, dass ich euch beraten darf bei euren Käufen oder Sachen für euch testen darf und ihr auf meine Meinung etwas gebt. Denn das schafft mir die Möglichkeit, Sachen zu testen, das für mir Sachen zukommen lassen und ich für euch YouTube-Content machen kann, beziehungsweise Twitch-Content. An dieser Stelle möchte ich wirklich von ganzem Herzen Danke sagen dafür, dass ihr das macht. Das weiß ich sehr zu schätzen und ich weiß auch sehr zu schätzen, dass das hier in meinem Büro steht und ich weiß auch sehr zu schätzen, dass mein Büro so aussieht, wie es aussieht. Vielen Dank, dass du dir das angeguckt hast. Ich wünsche dir einen unglaublich schönen Tag. Schreib doch vielleicht noch einen Kommentar. Ein Däumchen hoch, ein Däumchen runter. Über eine Interaktion mit dem Video würde ich mich wirklich sehr freuen. Und ich freue mich auf dich, das nächste Mal wiederzusehen im nächsten Video. Also abonniere doch das Ding hier, mach die Glocke an und dann tschüssi. Bis dann.